Vielleicht sagt dem einen oder anderen dieser Eimer etwas. Das hier ist ein Bokashi-Eimer. Das jedenfalls ist mehr oder weniger Marketing, dieser Eimer. Ziemlich teuer, muss nicht unbedingt sein. Aber sonst möchte ich ein kleines Update zum Bokashi bei mir machen, beziehungsweise wie ich den jetzt neuerdings mache. Habe ja schon dazu einige Videos gemacht, was Bokashi ist und wie ich den mache. Könnt ihr euch gerne anschauen, verlinke ich euch oben. Aber sonst möchte ich einfach ein bisschen ein Update geben, wie ich jetzt meinen Bokashi zusammenstelle. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ich möchte ganz kurz den Bokashi ansprechen, beziehungsweise ein Update von mir. Also ganz kurz, was Bokashi ist, beziehungsweise diese Bokashi-Eimer für die Leute, die es nicht kennen. Das ist eine Art Fermentation von Obst- und Gemüseresten aus der Küche zum Beispiel. Und das tut man halt einfach mit effektiven Mikroorganismen und auch ein bisschen Einstreu, wie zum Beispiel Holzspäne oder Pflanzenkohle anreichern und dann mit effektiven Mikroorganismen besprühen, damit das halt über 6 Wochen fermentiert. Und das kann man dann sozusagen in den Boden mit einbringen. Hat man einen super lebendigen Dünger für seine Pflanzen und für mich ja eigentlich auch der beste Dünger. Jedenfalls, diese Eimer hier kann man im Internet kaufen, sind recht teuer, muss nicht unbedingt sein. Was ich halt mache, ist zum Beispiel, eine Nachbarin von mir gibt mir immer diese 100 Stück Eimer, also luftverschließbare Eimer, wo zum Beispiel jetzt 100 Stück Meisenknödel sind, die sind recht groß. Da packe ich zum Beispiel alles Mögliche rein, wie zum Beispiel Reste von der Küche, also meine Eltern, ihre Kartoffelschalen, Eierschalen kann man mit rein tun. Mein Vater trinkt Kaffee, seinen Kaffeefilter und einen Kaffee kann er mit rein tun. Karton tue ich auch ab und zu mal mit reinschneiden, wenn der übrig bleibt. Dann natürlich meine Obst- und Gemüsereste, was ich halt verzehre, so meine Gurkenschalen, der Trester von meinem Entsafter, der ist halt recht, der ist schon sehr klein. Und der Trester, der ist eigentlich optimal für ein Bokashi, weil es halt sehr wichtig ist, dass alles klein geschnitten ist oder so klein wie möglich, damit halt die Mikroorganismen eine gute Oberfläche haben, weil die Oberfläche natürlich erhöht wird, können sich mehr Bakterien ansiedeln. Das ist das gleiche, ist so ziemlich das gleiche Prinzip wie Sauerkraut herstellen. Was tue ich da noch rein? Als Einstreu kommt dann bei mir noch entweder Pflanzenkohle, die ich mir dann auch selbst herstellen werde, oder auch Holzspäne, die habe ich jetzt auch bei eBay Kleinanzeigen sehr viel bekommen. Die tue ich dann mit rein tun. Urgesteinsmehl tue ich dann auch nochmal mit beimischen. Das ist auch, was ich jetzt neu mache und was ich auch neuerdings wirklich damit dazu mache und auch jetzt momentan keine schlechten Erfahrungen gemacht habe. Meine Ausscheidung tue ich da auch mit rein. Nein, doch. Also mein Urin kommt mit rein. Also ich pinke da wirklich in den Eimer und meine Fäkalien, also mein Mist sozusagen, da ich kacke in den Eimer sozusagen mit rein, tue ich alles mit rein, zusammenpressen, damit halt so wenig Platz und Luft wie möglich drin ist. Effektive Mikroorganismen und dann für 6 Wochen warm verschließen, dann kann ich das in meine Beete reinmachen. Das ist einfach so das Update, was ich mache, also sozusagen könnte ich das Video nennen How to Shit. Also es ist, wie gesagt, für die manchen wird es jetzt ist ja eklig oder abstoßend, aber jetzt mal ein ehrliches Wort. Man kann ja das Experiment machen, was jetzt hygienischer ist und dann letztlich besser riecht. Entweder man macht in einen Eimer sein großes Geschäft, tut da ein bisschen Einstreu, wie zum Beispiel Holzspäne und Pflanzenkohle rein und das mit effektiven Mikroorganismen versehen und in einen separaten Kanister pinkeln. Oder man macht ein Loch in seinen Garten, so wie eine Kläranlage zum Beispiel, tut da sein Geschäft machen, pinkelt dort rein und vermengt alles mit Wasser. Was wird dann letztlich besser riechen? Den Versuch könnt ihr gerne starten. Wir sind natürliche Menschen ohne Toilette, was sowieso eine Katastrophe ist. Da habe ich auch mal ein Video dazu mit den Waldgeistern gemacht. Die Spültoilette ist eine reinste Katastrophe, was wir da machen mit dem Urin und dem
Wasser und die ganze Wasserverschwendung eigentlich auch. Muss nicht unbedingt sein. Man kann eine Trockentrenntoilette machen, aber ich lebe hier bei meinen Eltern und ich bin hier nicht alleine. Deswegen ist das für mich die günstigste Alternative, dass ich da wirklich in meinen Bokashi da mit reinkote und auch mit reinpinkel, um einfach auch die Nährstoffe mit im Kreislauf zu halten, weil wir natürlich natürliche Menschen sind oder natürliche Wesen. Das heißt, wenn wir jetzt keine Toilette hätten und nicht unsere zivilisierte Gesellschaft, wo würden wir denn hinmachen? Wir würden wahrscheinlich in der Ecke oder einen Komposthaufen mitmachen, hinmachen oder irgendwie in den Laubhaufen oder sonst irgendwo. Und dann wird es halt verrotten. Und für mich macht es auch wirklich keinen Unterschied, ob ich jetzt Ausscheidungen von mir nehme oder von Tieren wie zum Beispiel Pferde oder Hühner. Da scherzt die Leute überhaupt nicht, wenn sie Pferdemist, Hühnermist, Rindermist, Schweinemist, weiß was ich für irgendwelchen Mist in ihre Garten mit ausbringen. Deswegen kann ich dann auch meinen eigenen Mist nehmen, tue ein bisschen vorbearbeiten, dass er vielleicht nicht ganz so scharf ist und dann schaue ich mal, wie er sich halt mit Pflanzenkohle und Holzspäne und Urgesteinsmehl alles verhält. Also wie gesagt, nochmal kurz zusammengefasst, mein Update ist, was ich schon ohnehin vorher gemacht habe, ich tue jetzt Holzspäne und Pflanzenkohle manchmal mit rein, Pflanzenkohle ganz oben und die Holzspäne so als, mit als Einstreu, weil ich so viel habe momentan, man kann es auch separat machen. Urgesteinsmehl kommt bei mir noch hinzu und wie gesagt, mein eigener Urin und meine eigenen Ausscheidungen. Die kommen alle mit rein, vor allem weil der Urin auch noch die Pflanzenkohle mit aktiviert und genau. Das ist so ein kleines Update von dem Bokashi, wie es halt bei mir momentan ist. Wie gesagt, die Eimer nutze ich hier nicht, das ist einfach nur reinstes Marketing. Man kann halt hier, weil der einzige Vorteil ist, die haben halt hier so einen Auslauf fahren. Damit kann man zum Beispiel düngen, wenn man es nicht braucht unbedingt, dann kann man das auch mit in den Boden mit einarbeiten. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Dann könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und dabei auch auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Gerne freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familien von mir mein Projekt erzählt. Auch ihnen sozusagen meinen Kanal empfiehlt, damit immer mehr Menschen sich der Natur zum Beispiel widmen und sich natürlich auch Menschen finden, die mich und das Projekt unterstützen, damit ich weiter für euch Videos machen kann. Dazu findet ihr auch natürlich Unterstützungsmöglichkeiten unten in der Videobeschreibung und natürlich auf meiner Webseite. Genau. Und sonst schaue ich immer noch nach, ist das gleiche Video wie bei dem Holzhackschnitzel. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer gemeinschaftlichen Permakultur. Habe dazu natürlich auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht bzw. gestartet. Da könnt ihr auch gerne reinschauen, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich euch angenehme und schöne Weihnachtszeiten, Adventszeiten, genießt die Tage mit euren Geliebten, geht raus in die Natur, lenkt euch ein bisschen ab von der jetzigen Situation. Es ist, muss nicht unbedingt sein. Vieles wird hochgebauscht und Stress gemacht, muss nicht sein. Geh mal einfach raus in die Natur, die Vögel genießen, die Natur, den Schnee, keine Ahnung. Irgendwas findet sich immer. Geht einfach raus und spazieren. Das ist das Mindeste. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Ich gehe jetzt wieder raus, das neue Hochbeet füllen. Danke Papa für die Hilfe. Und da gehe ich jetzt auch gleich hin. Dann ciao. 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 Ciao.